Hallo zusammen, hallo alle miteinander. Carsten ist hier mit mir. Es ist kein Endgame Magic und wir vertauschen quasi die Rollen. Diesmal bin ich der Mensch, der mit dir eine Show macht. Es geht nämlich darum, du hast einen neuen Fritz-Trainer rausgebracht zum Thema Angriffsspiel. Und wie ihr ja schon vielleicht mitverfolgen konntet, ist Carsten nicht nur ein Endspielgott, sondern auch ein passionate Angriffsspieler, ein sogenannter Aktivist. Warum bist du ein Angriffsspieler? Tja, das war ich schon von Jugend an. Ich mochte immer die Aktivität der Figuren. Ich klebte nicht so am Material. Mich haben besonders die schneidigen Mattangriffe fasziniert, sodass ich in diesem Vier-Spieler-Typ-Modell ein klarer Aktivspieler bin. Und in dem Zusammenhang kann ich natürlich auch noch die DVD empfehlen, die ich mit Louis Engel zusammen gemacht habe zum Vier-Typ-Modell, was meiner Meinung nach etwas unterschätzt wird. Wird es gar nicht Und mehr. Es wird häufiger darüber gesprochen. Elisabeth Peet zum Beispiel nimmt es häufiger tatsächlich auch in der Analyse in der deutschen Schachamateurmeisterschaften, hat sie es ein paar Mal angesprochen. Du bist ein Aktivist, meinte sie und so. Das fand ich ganz schön, weil ich kam einfach dazu. Sie hat es nicht gesagt, weil ich jetzt dabei war, ne? Sondern sie ist wirklich, sie findet das ein gutes Konzept. sie hat es ja auch in ihr Buch aufgenommen Ja. und sie ist natürlich auch eine klassische, typische Aktivspielerin. Und man könnte generell vermuten, das ist allerdings nicht durch wissenschaftliche Zahlen und Fakten belegt, dass Aktivspieler am häufigsten sind. Das ist aber nur eine Hypothese. Das ist eine Hypothese. So, ich möchte mal jetzt, ich bin natürlich auch ein, ich bin wahrscheinlich ein Hyperaktivspieler, wie man mir gerne Ja. zusagt. Man nennt ja auch schon hier, machst die Arne, einen Arnezug und sowas. Tja, dann mit dem Ruf muss ich dann wahrscheinlich leben. In meiner Jugend war ich auch eher Hyperaktivspieler, wie der junge Mischa Thal. Ja. Und auch Elisabeth neigt manchmal etwas dazu, im Hyperaktivspielerspiel zu spielen. Aber oft ist das so, je älter man wird, desto pragmatischer wird man. Gut, aber wir kommen vom Thema ab. Ja, richtig. Aber wir kommen noch nicht so ganz vom Thema ab, denn es geht ja um den Angriff letztendlich. Und für mich ist es quasi so, und ich glaube, das habe ich in den letzten ein, zwei Jahren herausgefunden, dass Schach kann ich, weil ich der Einfachheit halber die Taktiken ganz gut hinbekommen habe und den Spaß am Kreativen habe. Aber wenn es um das Vokabeln lernen geht, ja, das heißt Endspiel, Technik und solche Geschichten, da, wo man einfach lernen, 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 lernen muss, was du ja gemacht hast für Endspiele, da möchte ich einfach sagen, da fehlte mir entweder die Zeit oder auch die komplette Passion und ja, diese Aufrichtigkeit dazu. Als Angriffsspieler hat man es leichter, weil es einem in die Wiege gefallen ist ein bisschen, oder muss man da auch schon eine Menge dran rumknuspern und lernen? Na, wenn man richtig gut werden will, muss man also als Angriffsspieler natürlich knuspern lernen und nicht nur die Faustregeln kennen, sondern vor allem die Ausnahmen. Ich habe mich ja auch bemüht, das auf der DVD so ein bisschen zu präsentieren. Also viele Faustregeln, wie alle Figuren in den Angriff, dass natürlich das Verhältnis Angreifer zu Verteidiger möglichst günstig sein soll. Das kann man machen, indem man entweder möglichst viele Angreifer ranführt oder indem man Verteidiger vom Brett tauscht oder verhindert, dass sie rankommen können. Oder der Angreifer tauscht kein Angriffspotenzial oder typische Angriffs Strukturen aus Eröffnungen, dass auch zum Beispiel so ein Bauer H6 mit Weiß kann sehr günstig sein als Sargnagel oder so. Raumvorteil in Richtung des gegnerischen Königs ist immer gut. Bauernvormärsche da sind natürlich wichtig. Es gibt so typische Strukturen und Motive wie Grundreihenmat oder Läufer auf H7. Ich kann natürlich nicht zu tief auf alles eingehen. Ich kann natürlich nicht, das wäre dann mehr so Angriffstaktik-Motive. Das kann ich nur einige wenige exemplarisch rausgreifen. Und auch Mattangriff im Endspiel sind halt speziell, weil oft der angreifende König mit hilft. Also, aber ich bringe halt nicht nur die Faustregeln und natürlich dann Thalsche Angriffe mit den Thalschen Faustregeln. Es gibt korrekte Opfer und meine und zentralisiere und opfere. Und wenn der Gegner eine Figur von dir angreift, dann greife zwei von ihm an. Aber so gesehen hast du tatsächlich einen guten Punkt gemacht irgendwo. Ich könnte mir auch vorstellen, dass in einem gewissen Sinne, wenn man die, dann ist es ein bisschen einfacher, als diese ganzen Endspielstellungen auswendig zu lernen. Tja. Aber nur in einem gewissen Sinne, und das könnte natürlich vielleicht auch ein bisschen zu billig sein, aber egal, es war ja eine Angreifen-DVD. Ja, selbstverständlich. Die Frage, die ich mir natürlich auch gestellt habe, du als Angriffsspieler oder einer, der gerne aktiver spielt und die Figuren und auch mal hier, wie du schon richtig genannt hast, auch mal Auf fallen Chance. lässt und auf Auf Chance spielt, ja. Chance. Aber du hast ja genau das Gegenteil, das ist nicht das Gegenteil, aber du hast ja auch diese absolute Freude fürs Endspiel.
Und das ist, ich möchte nicht sagen, es ist ein Gegenteil. Also darauf kannst du vielleicht auch ein bisschen eingehen. Aber es ist ja, das ist ja nun wirklich, da muss man einfach lernen ohne Ende. Wieso gibt es diesen Kontrast bei dir mit diesen beiden Themen? Naja, es war vielleicht nötig, um groß... Ja, mit den Endspielen ist das so eine Sache. Es gibt halt solche und solche Endspiele. Ne? Mhm. Es gibt Endspiele, die meinen Aktivspielerqualitäten entgegenkommen. Aktive Verteidigung und Turmendspiele kommt dem zum Beispiel entgegen. Da kann ich auch ein, zwei Bauern opfern, solange mein Turm aktiv wird. Das kommt mir als Aktivspieler natürlich entgegen. Verstehe. Und dann gibt es natürlich strategische Endspiele mit tiefen positionellen Themen. Und die kommen mir natürlich, in denen eigentlich erstmal nichts aus denen im Sinne eines Aktivspielers mit direkten Königsangriffen nichts los ist. Mhm. Und die kommen mir natürlich nicht entgegen, weil ich jetzt nicht denken kann, ich ziehe einfach alle Figuren vorwärts, Opfer mal ab. Das geht halt nicht, weil wir ein strategisches Endspiel haben. Und wenn ich dann noch der Verteidiger wäre, dann ging es natürlich überhaupt nicht. Dann, naja, aber um Großmeister zu werden, das hat ja lange gedauert. Nicht? Ich bin ja 91 internationaler Meister geworden und erst 98 Großmeister. Und um Großmeister zu werden, war es wahrscheinlich nötig, diese Schwächen, Aktivspieler haben ja oft auch klare Schwächen, ja, wie zum Beispiel strategische Endspiele, gerade als Verteidiger. Und die musste ich, glaube ich, ein bisschen loswerden, um Großmeister werden zu können. Und deswegen habe ich mich dann ja 1996 beginnt, sehr intensiv mit Endspielen befasst. Mhm. Und das hat sich in einem gewissen Sinne ja auch ausgezahlt. Nur für diese Angreifen-DVD hat das natürlich alles kein... Klar, natürlich. Also jedenfalls entfernt, weil irgendwann kommt man vielleicht auch ins Endspiel, wenn man erfolgreich angegriffen hat. Und dann sagt man sich, so, bis hierhin und nicht weiter. Jetzt nehme ich mir einfach diesen Bauern mit und gewinne das Endspiel. Ja, und die Gegner werden natürlich auch besser. Husarenritte im Angriff durchzureiten ist gut, aber gegen die richtig starken Großmeister wird das normalerweise nicht klappen. Die sind so gute Verteidiger, dass man natürlich dann ja irgendwann möglicherweise den Bauern mitnehmen muss und dann versuchen muss, das Endspiel zu gewinnen. Ein wichtiger Punkt. Also genau, es ist leider, mit dem Angriffsspiel kommt man immer nur so weit. Ja, wenn man dann wirklich weitermachen möchte, um ein gewisses Level dann zu bekommen, dann muss man halt auch durch die Grütze quasi und hart arbeiten. Nützt ja alles nichts. Aber du hast vielleicht sogar zwei Beispiele für uns mitgebracht vom Fritz-Trainer direkt, oder? Ich meine, du hast etliche Beispiele auf dem Fritz-Trainer. Ja, ich habe halt versucht, das wieder längs der Faustregeln aufzuziehen, dann erstmal Beispiele zu den Faustregeln zu bringen und dann die Intuition Richtung der Ausnahmen zu schärfen. Und das, glaube ich, ist das eigentliche Geheimnis des Schachs. Die Faustregeln sind schön und gut, aber die jeden Morgen vom Spiegel auswendig zu lernen, ist es nicht, sondern viel, viel wichtiger als die Faustregeln selbst ist die Intuition für ihre Anwendung und ihre Ausnahmen und wann die halt gute Kandidaten liefern und wann. Natürlich ungleichfarbige Läufer im Angriff sind auch noch ein wichtiges Thema, was ich sehr intensiv auf der DVD gemacht habe. Überhaupt Angriff auf einem geschwächten Felderkomplex ist natürlich auch noch ein sehr wichtiges, das können wir jetzt hier nicht machen, aber das sind natürlich alles sehr wichtige Themen. Wie schwächt man erstmal den Komplex? Wie bindet man den Verteidiger woanders? Wie kann man es dann ausnutzen? Das sind natürlich sehr, sehr wichtige Themen, für die jeder Angreifer eine gute Intuition haben soll. Es ist vor allen Dingen, ich merke jetzt gerade, wo du all diese Beispiele gerade nennst, für mich als Angriffsspieler, ich habe ja meinen Angriff auch nur durch Zufall erlernt. Also ich weiß die ganzen Systeme, ich weiß, dass man Figuren in den Angriff reinbringen sollte und ich weiß einfach, okay, das sieht gut aus, weil dieses Muster kenne ich und deswegen klappt es. Aber du bringst das alles in ein vernünftiges Paket zusammen und ich bin sehr, sehr gespannt, da jetzt ein bisschen mehr darüber zu lernen. Und wir haben ein Beispiel von Mr. Steinitz parat, wem sonst? Wir fangen mal ganz, ganz von vorne an im 19. Jahrhundert und gegen Kurt von Bardeleben. Und du wirst jetzt mal ein wenig uns diese Angriffspartie erläutern. Ja, Weiß ist am Zug, materiell steht's gleich, aber strukturell steht Schwarz natürlich besser. Weiß hat 3 Bauerninseln, dabei den Isolani, Schwarz hat nur 2 Bauerninseln. Schwarz hätte das sehr schöne Feld D5. Und mit Schwarz am Zug stünde Schwarz auch klar besser. Okay. Weiß hat, dafür ist Weiß schon weitgehend mobilisiert, allerdings noch nicht vollständig. Der Springer spielt noch nicht mit. Ne? Der spielt überhaupt nicht mit. Und der kommt auch gar nicht so richtig ran. Was machen wir mit dem? Der muss aber rankommen. Es ist ja die wichtigste Faustregel ist schon alle Figuren in den Angriff. Und da kann man auch ruhig was für, wenn die Voraussetzungen erfüllt sind, wie hier, man hat halt die Initiative, das ist in der Regel wichtig, man hat einen Bauernhebel, sowas ist oft auch wichtig, man kann also weitere Routen, natürlich ist ja auch die Öffnung von Angriffsrouten immer wichtig. Absolut, ja. Das ist klar. Und hier ist auch klar, man muss was machen.
Es ist also gar nicht hier fällt das noch weg, was ist eine Abwägung gegen strategische Pläne, fällt hier alles weg, strategische Pläne gehen hier nicht. Wir können ja nicht H3 spielen und dann, ja, oder was weiß ich, was man hier noch so machen, das fällt halt hier alles weg. Ja. Wir müssen hier den Springer bringen und da Springer H4 es nicht bringt und Springer D2, ja, gut, Springer D2 könnte man vielleicht irgendwie, aber es gibt einen besseren Zug und den sehe ich jetzt schon. Man du bist muss, ja auch ein typischer Angriffsspieler. Man muss ein Räumungsopfer reinbringen und den Bauern zu D5 bringen, ne? Ja. Schwarz muss ja auch, wenn er was will hier, muss Schwarz den nehmen. Wenn er den nicht nimmt, dann ist D5 immer gut. Also das so ist es. Und Schwarz kann ja auch tatsächlich nur mit dem Bauern wirklich gut zurücknehmen. Mit der Dame dann ist er sofort matt und mit dem Springer kann er gar nicht ziehen. Und das ist ja schon mal ein großer Vorteil für Weiß, glaube ich, jetzt schon. Ja, wir haben zwei Figuren gebracht, nämlich den Turm C1, dem haben wir die Linie geöffnet. Und dem Springer haben wir auf ein sehr, sehr schönes Zentralfeld, wo er nach E6 kann und noch weitere Optionen hat und blockiert. Und dieser Bauer ist völlig egal. Den Bauern opfert man hier sehr gerne. Das hätte noch weitere Vorteile. Dem schwarzen Springer wird nämlich das Feld D5 verstopft. Ja, also ich muss jetzt erstmal für eine schwarze Verteidigung überhaupt erstmal gucken hier, denn nach Springer F5 ist ja auch schon fast alles aus. Es gibt auch keine übrigens, also von daher gesehen bist du entschuldigt. Na, danke dir. Aber selbst wenn es noch eine gäbe und es hier nur Remis wäre, würde das auch nichts daran ändern. Das wäre immer gut, so zu spielen, weil wenn wir nicht spielen, würden wir ja ums Remis kämpfen. Richtig, richtig, richtig. Also der König muss zur Seite ziehen. Rochieren geht auch nicht, aber genau, rochieren geht ja nicht wegen Damenschlitt E7. Gut, König EF8 ist ja auch irgendwie, dann würde ja Turm C7 schon sofort gewinnen und selbst wenn das nicht so wäre, wäre König F8 ja kein Zug. Ja, ja. Denn wir hätten immer, Koordination ist natürlich auch immer nicht, wir haben dann Angriffskoordination und nach König F8 auch die Verteidigungskoordination zerstört. Das ist natürlich auch immer, wenn wir die Verteidigungskoordination zerstören können, ist es natürlich auch immer sehr, sehr wertvoll. Nach König F8 wäre das ja der Fall. Schwarz dürfte nicht mehr rochieren und der König auf F8 wäre im Weg der Türme. Und das ist auch immer sehr, da gibt es auch eigentlich ein Beispiel auf der DVD oder so. So eine Koordinationsfehler rauszuziehen, ist sehr schwer. Okay, verstehe. Wenn du nicht, sobald du nicht mehr rochieren darfst, ist das echt, deswegen gibt es ja da die Fischerrochade. Gäbe es die nicht, dann hätte man immer noch das Problem, wie koordiniert man die Türme? Gut, deswegen ist König F8 kein Zug, deswegen ist König F7 hier eigentlich klar. Jetzt sind ja die Türme koordiniert. Springer E6 ist eigentlich auch, da muss man gar nicht nachdenken. Ach so, ah ja, verstehe, okay, gut. Sieht gut aus, ich habe nachgedacht kurz. Ja, okay, das ist ja auch gut. Das bringt ja Turm C7 als weitere gewaltige Drohung mit rein. Dann wäre nach Turm C7 wäre ja die volle Armee direkt im direkten Königs. Das will der Angreifer immer haben. Alle Figuren in den Angriff. Das ist ideal. Das ist herrlich. Ja, Turm C7, was kommt jetzt? Das Turm muss zu. Ja und nein. Gut, Turm HC8 verliert wunderschön. Das gucken wir gleich. Das ist der Alpha-Kandidat. Ach so, ich dachte zu E8. Ach so, aber dann hätten wir ja Turm. Turm kommt C7, dann kommt die Dame zu D6 als einziges Feld. Und. Ah, okay, dann sollte ich nicht so schnell sein. Zur Not könnte man dann den B7 nehmen, aber das ist natürlich schon wieder ein bisschen klein. Außerdem, es muss ja auch der A-Turm sein, denn sonst gehe ich mit der Dame zu H5 Schach und kann dann dort weitermachen vielleicht. Ach so, wenn du Turm, ich verstehe jetzt, wenn du Turm H, E8 machst, dann kann man natürlich auch mit Springer C7 Springer C7 ist natürlich, ja das stimmt, daran habe ich gar nicht ist gedacht. Ist zwar kein Angriffszug, aber zur Not gewinnen wir eben so. Richtig. Ja, das ist eine Sache, die darf man halt auch nicht unterschätzen und nicht vergessen, und das mache ich natürlich zu häufig. Wenn ich einen Angriff schon mal starte, dann möchte ich den ja auch durchziehen, häufig, und professioneller ist es zu gucken, wenn ich jetzt diesen Bauern oder diese Figur gewinne, dann habe ich das Ding gewonnen. Und wenn du Turm A, E8 machst, dann stehst du dazu verkehrt. Dann kann ich wieder mit Turm C7 und so weiter. Dann kriegst du den Knoten aus deiner Harmonie wieder nicht rausgezogen. Ja. Genau, deswegen ist das alles schön und gut. Und es verliert ja auch sowieso alles, sodass wir hier wieder so ein bisschen, vielleicht wäre Springer C6 noch, aber naja, gut. Ich glaube, das war der Computer.
Springer C6 ist möglicherweise ein bisschen zäher. Aber hier ist sowieso schon alles verloren. Auch laut Computer. Ja. Ist ja auch nicht so überraschend, ist da weiß mit allen Figuren. Aber wie geht es jetzt weiter? Also der Turm geht zu C8. Ja, also das ist laut Computer nicht ganz so gut, aber es ist schon das wäre schon der beste Zug. Ja. Es zieht, die schwarze Harmonie ist jetzt da, es gibt Gegenspiel gegen die weiße Grundlinie und so weiter. Und es ist nur deswegen schlecht, weil es wunderschön forciert verliert. Aber so ist das dann. Okay, so. Was müssen wir als Angriffsspieler jetzt in weiter Position in den Angriff? Welche Kandidaten hast du so? Wie kann man weiter alle Figuren in den Angriff? Deswegen finde ich jetzt auch so ein schönes Beispiel. Wie kann man jetzt weiter alle Figuren in den Angriff führen? Welche Figur kann im Angriff noch mehr und kann das hier direkt realisieren? Okay, verstehe. So. Also den Springer müssen wir wieder irgendwo... Nee, der Springer steht jetzt gut. Ach so. Der Springer hat doch jetzt seine optimale Angriffsposition erstmal erreicht. Okay. Dann bleibt ja eigentlich nur noch die Dame, nicht? Ja, aber so ein... Also guck mal, ich gucke die ganze Zeit auf Dame H5 Schach, aber das... Okay. Wir drohen weiter mit Dame G4. Das ist noch attraktiver, ein Schach auf G7. Und das macht es natürlich besser. Weil es eine Doppeldrohung wieder hat. Dame schlägt G7 und Springer G5. Ja. Oft sind die Züge gut, die... Okay, aber es ist gut. Also eigentlich hast du schon recht. Schach zuerst. Das ist schon nicht so schlecht von Kandidatenreihung. Dann Züge, die den Fluchtweg abschneiden. Okay. Dann Züge, die Material gewinnen würden, aber die eigentlich für den Angreifer erstmal weiter hinten, nur wir haben es ja eben auch gesehen. Okay. Und also vielleicht sogar, das ist dann nicht so ganz so klar, dann Züge, die Doppeldrohung aufstellen oder Züge, die Material gewinnen. Irgendwie so eine Reihenfolge. Diese Reihenfolge hatte ich auch noch gar nicht so im Kopf zum Beispiel, ne? Ganz interessant. Das gilt aber alles nur, wenn wir natürlich schon klare Angriffsstellungen haben. Völlig klar. Hättest du die nicht, macht es schon Sinn, an die Züge, die Material gewinnen, höher zu gucken, weil das Material ist schon sehr wichtig im Schach. Es sei denn, wir spielen schon direkte Königsangriffe. Dann ist es oft so, dass das Materialgewinn die Sache zu billig verkauft. Okay. Oder wir müssen ja manchmal auch erstmal Material zurückgewinnen. Vorhin konnten in unserer Werte konnten wir eine Qualle gewinnen, das war ja was anderes. Aber geht es darum, Material zurückzugewinnen, ist das oft nicht unbedingt das, was der Angreifer in erster Linie will. Wir haben ja nicht alles geopfert, um es dann zurückzugewinnen, sondern wir wollen im Angriff gewinnen. Leuchtet ein. Gut. Was macht Schwarz? Deswegen ist Dame. Aber dafür eine gute Intuition zu entwickeln, ist für den Angreifer extrem wichtig. Sowas ist sehr, sehr wertvoll. Wenn du nämlich das gut hast, dann musst du gar nicht mehr so. Ich glaube, Thal konnte das super, super gut. Der musste gar nicht mehr so viel rechnen, weil er eine super gute Kandidatenreihung hatte. Aha. Er wusste einfach intuitiv, dass das ist der Thal-Kandidat, der muss es sein. Und da wir brauchen das gar nicht zu berechnen, weil ja, entweder der ist es oder er ist es nicht. Und wenn er es nicht ist, ist es auch egal. Dann ist es eben, es gibt korrekte Opfer und meine ist egal, da wird ja trotzdem gespielt. Der Gegner muss das ja auch noch erstmal verteidigen. Richtig, richtig. Und oft ist das den Gegner in der Praxis. Wobei ich hier jetzt etwas warnen möchte: Menschen sind in der Verteidigung in den letzten Jahren, in den letzten Jahrzehnten viel besser geworden, dank der Computer und des Trainings und so weiter. Also ich glaube, das ist ein Unterschied, etwas, was uns Computer etwas beigebracht haben. Heutzutage sind Menschen besser in der Verteidigung als zu Thalschen Zeiten. Ja, das ist ein ganz, ganz interessanter Punkt natürlich. Und das sehe ich ja genauso. Und immer mehr, wenn man Computeranalysen hat, dann sagen die Computer, ja, lass den mal den Springer da reinopfern. Es droht überhaupt nichts. Und der Mensch denkt sich, um Gott, was ist denn hier? Ich breche völlig zusammen. Da kommt jetzt, du musst nur 7, 8 Züge hintereinander spielen, die perfekt sind und alles ist in Ordnung. Du kommst mit 2 mehr Bauern da raus. Tja, so ähnlich ist das. Genau, nur das halt am Brett das extrem schwierig ist und das heutzutage immer noch gilt, dass die meisten Menschen auch heute noch deutlich besser in dem Angriff als in der Verteidigung sind und so. Ja, so hat man dann auch trotzdem, es gilt halt Angriff, Gewinn, Spiele, Verteidigung, Gewinn, Meisterschaften. Auch wenn das jetzt, oder Weltmeisterschaften, auch wenn das jetzt nicht unbedingt Werbung für meine DVD ist, aber es hat immer noch gut angreifen können, halt doch relativ viele richtig gut und zäh verteidigen. Da unterscheiden sich die superstarken Großmeister schon auch nochmal von den normalsterblichen Großmeistern. Das ist nochmal was anderes für Menschen. Für Computer ist das wurscht, aber für Menschen macht es einen großen Unterschied. Führe nochmal diesen Angriff jetzt, wie er ist, hier einmal komplett durch. Okay, und dann gucken wir uns noch ein Beispiel danach an. Okay, es droht ja Matt in 2 mit Dame schickt G7, Schach, Dame F8, Matt, sodass Turm schickt C1 zum Beispiel gar kein Kandidat ist. Man muss dieses Dame schlägt G7 ja decken und man muss Springer G5 im Auge behalten. Also bleibt G6, verliert sowieso der einzige alles, Zug. Bleibt nur der. Nur, dass der halt die zweite Drohung nicht pariert.
Ja, aber der König geht jetzt zu E8, genau. Aber jetzt kommt eben die entscheidende Pointe. Das allerdings muss, oder wobei, man, nee, man musste das gar nicht sehen. Man muss es nicht, man muss es nicht sehen. Weiß hat hier immer noch zwei, Kandidaten, die, nach denen er auch besser steht. Und ich vermute, dass Kurt von Badeleben das auch alles gesehen hatte. Und Kurt von Badeleben dachte jetzt, es kommt, Springer schlägt H7. Mhm. Und das ist ja auch okay, aber das Problem ist, ja. Und das ist auch okay, Weiß steht auch hier besser. Aber das ist halt noch eine gute Remis-Chance in der Praxis. Carsten, ich kenne diese Partie natürlich. Jetzt erinnere ich mich natürlich wieder, wie das alles geht. Es ist doch nicht zu fassen. Ja, unser Gedächtnis ist, also meins jedenfalls, ist wie ein Sieb. Es ist ja traurig. Aber das ist auf jeden Fall ein typischer Fehler, den man als Angreifer nicht machen darf. Das kann man hier machen, dann steht man auch besser. Ja. Aber man hat den Vorteil viel, viel, viel zu billig verkauft. Und jetzt hat man hier so ein Endspiel. Und das würde in einer gewissen Anzahl von Partien Remis enden. In anderen würde man gewinnen. Vielleicht gäbe es sogar noch und so weiter und so weiter. Aber auf jeden Fall ist das nicht schlau. Und es hat sich jetzt auch das Charakter des Spiels völlig geändert. Es ist kein weißer Angriff mehr, sondern Weiß hat jetzt mehr Bauern und Schwarz hat dafür gewisse Restkompensationen. Ja. Der Computer sagt natürlich, die reicht nicht, aber das ist trotzdem ein Fehler. Klar. Völlig klar. Ja, ja, ja. Ach du meine Güte. Dass ich das vergessen habe, ist natürlich Aber gut, es zeigt fatal. Halt, dass man hier nicht alles sehen musste. Es würde auch reichen, wenn man erstmal gesehen hat, dass man hier Springer schlägt H7 machen kann. Aber man sollte es halt nicht sofort spielen. Denn viel stärker ist natürlich, wenn so Schach und Schlagzüge hatten wir ja schon, soll man zuerst prüfen. Ja. Und da gibt es hier natürlich vor allem Turm schlägt E7. Ja, und den sollte man natürlich zuerst berechnen. Klar. Gut, wenn die Dame den schlägt, dann kommt halt Turm schlägt C8 und dann sofort vorbei. Wenn der König den schlägt, das muss man natürlich sehen. Ja, das muss man natürlich jetzt hier berechnen. Dann muss natürlich Turm E1 Schach kommen. Genau, da war irgendeine sehr abgefahrene Variante. Genau, dieses hier ist ja gar nicht so abgefahren, ne? Und dann wäre natürlich sofort verloren. Naja, so abgefahren ist das eigentlich auch nicht. Aber hier muss man auf jeden Fall jetzt sehen, dass man Ja, also es ist wirklich ein Paradebeispiel des Angriffs, was du hier hast. Ja, ja. Es ist eine Mischung typisch für die Sache. Diese Variante muss man natürlich zum Gewinn diese Variante muss man natürlich berechnen, ein paar Züge weit. Man muss gar nicht so weit rechnen, aber genau, hier muss man halt noch sehen, dass man jetzt hier gewinnt. Genau, das leuchtet auch noch ein. Ja, es ist auch alles nicht so, das ist ja alles keine höhere Physik oder so, das ist alles keine Quantenmechanik. Das ist sehr hübsch. Das kann man sehr hübsch. Aber es sind eine Menge schöne Sachen dabei bei dieser Partie, ja, ja. Also ich hatte das auch mal mit Svetlana Demchenko in einer unserer Shows. Gefällt mir auch sehr gut. Das ist eines meiner absoluten Lieblingsbeispiele. Ja, überhaupt. Habe ich auch mit allen beiden Schülern gemacht. Während hier das jetzt, gut, die stärkste Verteidigung ist natürlich gut, damit man kann die Schlagzüge eliminieren, dann bleibt ja nur König, also man kann jetzt aufgeben, aber oder man macht König F8, dann macht man natürlich König F8. Die Frage ist jetzt natürlich, musste Steines das gesehen haben oder nicht? Naja, es macht schon einen gewissen Sinn, das gesehen zu haben, denn man hätte ja auch Springer schlägt H7 machen können. Also die Stellung vor Turm für E7, Springer H7 macht auf jeden Fall Sinn, da eine halbe Stunde reinzugucken. Da ist ja auch immer die Frage, wie nutzt man seine Bedenkzeit, für welche Art von Fragen, wann geht man auf Intuition, wann nicht. Und es macht auf jeden Fall Sinn, vor Turm schlägt E7 zu klären, dass das gewinnt. Ja. Denn sonst könnte man auch Springer schlägt H7 machen. Ja. Das stimmt. So, jetzt kommt Turm F7 Schach. Da muss ja wieder, einziger Zug ist der König G8 aus analogen Gründen. Und einer der schönsten Züge ist Turm G7 Schach. Der fliegende Turm macht einfach weiter. Verrückt. Da muss ja König H8 kommen, denn König F8 kann ja der Springer auf H7 mit Schach schlagen. Gut, jetzt schlägt man den. Gut, man fragt sich natürlich immer noch, was hat Weiß jetzt eigentlich gewonnen, aber man hat eben die H-Linie geöffnet und die macht eben den großen Unterschied. Ja. Achso, von Badeleben verließ übrigens nach Turm schlägt H7 den Turniersaal ohne aufzugeben und ließ später seine Aufgabe auf Kurkurier mitteilen. Das die kannte ich nicht, die Anekdote. Ja, das sollten ja. Ja, ist brutal, so zu verlieren. Das sollten sie aber nicht machen. Nein. Und Steinitz zeigte dann den Zuschauern natürlich noch das Ende. Inzwischen geht das alles per E-Mail. Nein, man gibt auch, man lässt da auch nicht die Zeit ablaufen oder so. Man gibt natürlich auf, also gibt es ja zwei Möglichkeiten heutzutage, nicht? Man gibt auf oder man lässt sich matt setzen. Ja. Das geht auch. Statt den Turniersaal zu verlassen und so weiter, heutzutage ist das übrigens auch so ein bisschen gespalten. Früher hätte man sich nicht matt setzen lassen, aber heutzutage machen das durchaus einiges, hat auch so Vorteile. Heutzutage würde ich mich matt, ich spiele ja nicht mehr, aber wenn ich es wäre, würde ich das Epaulatten matt machen. Ja, es gilt als sehr fein, sich matt setzen zu lassen. Ich habe das letztens auch
durchgezogen und mich matt setzen lassen. Ja, und das würde ich ja auch machen. Ich habe ja Klaus Bischoff dann mich stickmatt setzen lassen oder Sebastian Siebrecht mich dann matt setzen lassen. Das hätte ich früher nie gemacht, aber es gab da irgend so ein Paradigmen. Es gab da irgendwann halt so einen Paradigmenwechsel. Und wenn ich das heutzutage spielen würde, dann würde ich nicht aufgeben und nicht den Turniersaal verlassen, sondern ich würde mich matt setzen lassen. Der nächste Fritz-Trainer, lasse ich mich richtig matt setzen? Nein, mit Carsten Müller? Nein, das machen wir nicht, weil das ist ja natürlich eine Leitfaden für Verlierer. Am besten ist natürlich, das Problem stellt sich Ihnen nie, das ist natürlich am allerbesten. Da ich ja jetzt für als Kommentator und Buchautor ist es einfach besser. Dann läuft die Partie bis zum Matt durch, da muss ich nicht, und Dr. Müller in seiner Genialität hatte jetzt erkannt, dass alles und so weiter, das fällt alles weg, sondern es läuft einfach bis zum Matt richtig durch. Aber Sie können natürlich auch wahlweise aufgeben, das ist auch alles gut. Nur Sie können nicht recht den Turniersaal verlassen und Ihre Aufgabe per Kurier oder E-Mail mitteilen. Das macht man nicht. Das ist ja hier so eine Anekdote. Aber das hat Kurt von Badeleben gemacht, weil er so frustriert war. Aber das machen Sie bitte nicht. Es sei denn, Sie wollen auch eine Anekdote für 200 Jahre später. Wir gucken zur nächsten Partie. Ja, aber nee, ich glaube, das von Badeleben Hastings 1885 ist gut. Aber Sie machen das bitte nicht. Ich musste natürlich ein Kapitel zu Matt im Endspiel noch machen. Ich wollte es ja eben gerade sagen, das gibt's doch nicht. Da ist es doch ein Endspiel-Magic, Angriff-Magic ist es jetzt hier. Ja, ich konnte es natürlich nicht lassen. Der Hauptunterschied zu Mittelspielangriffen ist natürlich, dass in aller Regel der König mit angreifen wird. Einige Autoren definieren ja geradezu das Endspiel dadurch, dass der König aktiv werden kann. Und das unterscheidet Endspielangriffe von Mittelendspielangriffen ganz stark. Sonst bleiben natürlich weitgehend die Faustregeln gültig. Alle Mann in den Angriff, der Angreifer tauscht kein Angriffspotenzial. Es gibt typische Mattmotive auch im Endspiel. Die sollten Sie natürlich auch kennen, wie überhaupt so ein Muster an typischen Motiven. Das konnte ich auf der DVD natürlich nicht, da gibt es ja, was ich so 10.000 oder sowas in der Richtung sagen. So die, das konnte ich auf der DVD natürlich nicht liefern, aber da sollte jeder natürlich so ein Repertoire haben. Das ist auch kein Problem, dass du das nicht alles durchziehen konntest. Das sehen wir dir nach. 10.000 Beispiele wäre vielleicht ein bisschen zu viel gewesen. Aber Svagintsev kannte natürlich das hier. Der ist ja Musterschüler des legendären Mark Dvoretsky. Und in der Endspieluniversität ist das auch das Motiv. Dieses Beispiel natürlich selbstverständlich nicht. Svagintsev, aber das Motiv ist in der Endspieluniversität auch enthalten. Schwarz zieht und gewinnt. Ja, auf den ersten Blick sieht das ja völlig Remis aus, weil das bauernlose Endspielturm gegen Läufer ja Remis ist. Und wir haben nur noch den G7. Und wenn Weiß den abgetauscht bekommt gegen den H-Bauern oder wie auch immer, dann ist es halt Remis. Hatte Bargi sicher auch gedacht. Ich kenne dieses Beispiel auch. Ich frage mich sogar, ob wir das in einer unserer Endgame-Magic-Shows hatten oder ob ich das irgendwo anders herkenne. Aber ich glaube, es ist auch eins deiner beliebtesten Beispiele, ne? Ja, ich habe natürlich hier wieder, das hat natürlich jeder Autor so ein bisschen das Problem oder sagen wir Luxusproblem. Natürlich habe ich vor allem meine Lieblingsbeispiele gewählt. Das ist ein gutes Recht. Ich meine, du bist der Autor letztendlich. Also, für euch daheim, ganz abgesehen davon, dass ihr den Fritz-Trainer von Carsten Müller jetzt schon im Einkaufskorb haben solltet, falls ihr dies schon habt, wisst ihr ja Bescheid. Oder ihr seid vielleicht noch nicht bei diesem Ergebnis hier angekommen, aber überlegt einmal kurz selber, wie zieht Schwarz, um zu gewinnen. Ich gebe einen kleinen Tipp, aber Carsten hat den auch vorhin ja schon kurz gegeben, vielleicht ging das unter. Aber der König, der muss häufig in so einem Spiel aktiver werden, richtig? Es geht nicht um den weißen D5, der, wir werden noch sehen, der ist egal. Der spielt auch eine Rolle, vielleicht, oder? Ja, das aber... Das ist ja keine Studie, es ist schön. Er spielt auch eine Rolle, aber man... Er spielt auch eine Rolle, aber eine überraschende. Ah ja, richtig. Auf jeden Fall geht es nicht darum, den zu... Der ist aus Angreifersicht egal. Als technisches Endspiel wäre das hier Remis. Um zu gewinnen, müssen wir angriffskreativ werden. Und ich verzeihe Ihnen, wenn Sie ja noch nicht angekommen sind, ist ja das letzte. Ist natürlich das letzte Kapitel der DVD. Ich gehe jetzt mit dem König zu F6. Was sagst du dazu? Du kannst das schon. Ich kannte das ja eh schon, ja. Also ich kannte das tatsächlich. Genau, alles andere ist nämlich dieses hier zum Beispiel. Also, das ist natürlich völlig witzlos. Jetzt kriegen wir ja den G7 und dann ist das ja sogar. Total unlustig. Dann ist das total Remis. In aller Regel würde Weiß den H-Bauern sogar nicht mal brauchen für diese Art. Richtig. Genau, das ist der einzige Gewinnzug. Der König muss die Löcher im Mattlets schließen. Jetzt hättest du 2 Gewinnzüge. Gut, also ich glaube, es geht zum der Turm muss zu G6. Wenn das Läuferschach kommt, geht der König zu F5. Und das ist der ganze Joke bei der Geschichte, glaube ich, ne?
Genau, ja, genau. Oder wir kommen so, genau, das geht auch, wie du es hattest. Oder wir kommen so. Hier ist jetzt so gar nicht, und du siehst, der D-Bauer spielt eine Rolle, ja, aber eine überraschende Rolle. Ja. Es geht nicht darum, ihn zu stoppen, zu blockieren oder abzuholen, sondern er ist egal. Laufen zu lassen. Für das Mattmotiv, es ist herrlich, ist er egal. Deswegen ist das natürlich auch eines meiner schönsten Beispiele. Ja. Matt ist eben das ultimative Ziel des Spiels, und Matt-Angriffe sind ja, wenn die gehen, haben sie die höchste Priorität. Dann ist alles andere egal. Wir hatten das in unserem Adventskalender. Ah, ja, 2021. Das ist es. Daran erinnere ich mich. Falls ihr tolle Endspielmotive sehen möchtet, die Adventskalender von 2021 sind alle noch da mit fantastischen Endspielbeispielen. Das nur als kleiner Tipp nebenbei auch nochmal. Ja. Aber also, Endspiele sind schön und gut, aber Angriffe, wenn sie funktionieren, machen natürlich mitunter genauso viel oder sogar noch mehr Spaß. Und hier ist es ja sogar Kombi, das ist unglaublich hier. Ja, es ist ein Traum. Man gibt die Figuren her. Und das, als ich das erste Mal gesehen habe, habe ich gedacht, das kann ja wohl nicht wahr sein. Das muss eine Studie sein oder so, und ist es normalerweise auch. Aber nein, es ist eine Turnierpartie vom European Club. Wie muss sich denn Marte Bargi da gefühlt haben dabei? Ich meine, der hat es ja auch immerhin freundlicherweise durchgezogen, oder? Oder nein, hat er aufgegeben? Nein, er hat nach Turm G6 aufgegeben. Ja, Mensch, was haben wir denn hier gelernt? Das gibt's ja wohl alles nicht. Naja, gut. Ja, er hat nach Turm G6 aufgegeben, das ist auch absolut okay. Ist ja. Ja, aber deswegen hat man hier aufgeben geht ja. Ja, da ist alles gut. Ja, aber deswegen hatten wir hier halt das Problem, ne, dass wir jetzt von der Hauptvariante in die Variante. Alles gut. Ja, wie hat er sich gefühlt? Na gut, ich kenne aber meine eigene Zeit, das hat dann so einen Doppelschneid. Es hängt vielleicht ein bisschen davon ab, wie turnierrelevant das ist, wie motiviert man als Spieler noch ist. Ich war ja als Spieler sowieso nicht mehr so super motiviert, und für die Turniere war es auch nicht so wichtig. Deswegen habe ich ja die schönsten Mats gesucht, sodass in der Endphase meiner Spielerkarriere wäre ich, also ich wäre durchaus dann nicht so, es wäre nicht so schlecht, so gegen Vadim Zwagintsev so zu verlieren, wäre nicht das Schlechteste. Ich hätte dann ja auch ein schönes Beispiel für meine Beispiele. Wenn es mir jetzt natürlich die letzte Großmeistersaison versaut hätte oder man den Mannschaftskampf verliert oder als Spieler dann, naja, dann, es ist halt sonst so ein zwiespältiges Gefühl, ne? Ja. Und welches dieses Zwiespalt dann überwiegt, hängt natürlich von der Bedeutung der Partie ab oder der Karriere, der man als Spieler da noch beimisst oder nicht. Ne? Gegen Ende meiner Karriere, oder habe ich auch, ich unter anderem ja deswegen mit dem Spielen aufgehört, weil ich dachte, als Spieler habe ich doch weitestgehend alles erreicht, während ich als Trainer noch irgendwie mehr erreichen kann oder meine Schüler natürlich auch viel mehr erreichen können, als ich als Spieler erreichen kann. Und in gewissem Sinne ist es ja so auch gekommen, so, das dann gegen einen solchen Giganten so zu verlieren, wäre in der Endphase kein Problem gewesen. Hätte es mir aber die letzte Großmeisternorm oder die erste oder letzte Großmeisternorm verdorben oder den Mannschaftskampf, völlig anderes Thema, klar. Dann wäre das natürlich, hätte natürlich das andere Gefühl sicher überwogen. Oder das Preisgeld. Oder im schlimmsten das, Fall. Das ja, oder alles zusammen, die Großmeisternorm und das Preisgeld und die Mannschaft hätte verloren. Familie, Job und ist weg, auch noch, all das. Dann wäre, dass das hier so schönes Matt ist, wäre in den Hintergrund gehen. Kann man's dann kann man auch mal per Telegram oder per Einschreiben. Nein, immer noch nicht. Das ist einfach ein No. Das haben wir gelernt, auf jeden Fall. Das ist ein No-Go. Das geht nicht. Das geht einfach nicht. Das, ja, dann würde man, glaube ich, auch von der FIDE verfolgt werden. Wir wollen jetzt nicht wissen, aber man kann nicht einfach, einfach gehen. Das geht nicht. Ja, es geht nicht. Es geht nicht. Man kann nicht einfach gehen. So, lieber Carsten, ich danke dir, dass du uns einen kleinen Einblick in deine Angriffs-DVD und in deinen Fritz-Trainer gegeben hast. Sehr gerne, und ich gehe ja jetzt auch nicht einfach, sondern ich bin ja nicht einfach gegangen hier sondern. Aber du gibst auch nicht auf. Du machst noch weiter und wir können noch einiges von dir erwarten, zum Glück. Und dafür sind wir ja auch alle dankbar. Und mit diesen Worten, euch einen wunderschönen Tag. Bis dann. Vielen Dank, Arne. Schönen Tag noch. Ja, und bis zum nächsten Mal.